Gute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt's ein Chili auf der neuen Kischehex. Warum gibt's das Chili? Naja, bei uns gibt's die Tradition, wenn einer bei uns im Freundeskreis Nachwuchs kriegt, wenn alle Jungs zusammen eingeladen, dann gibt's was zu essen und das Kindlein wird nass gemacht. Also auf gut Deutsch, wir lassen heute auch ständig auf mal kleine einer ab. Natürlich wollen wir auch was essen, deswegen gibt's ein sauscharfes Chili. Mal gucken, was für Chili ich nehme. Ich habe da schon eine im Visier. Wahrscheinlich, wenn wir da noch eine dafür brauchen. Also, ich warte jetzt, bis mein Herdl, es ragt ja, wie die Sau ausständig Glut hat und ausständig Hitz. Heiß ist es jetzt schon. Ich zeige euch mal, was alles ins Chili kommt. Und dann geht's auch schon los. Aber stopp, eins habe ich vergessen. Beim Kochen hilft mir halt wieder mein weltbester Assistent. Den habe ich mal ein bisschen früher eingeladen. Der René, aufgehört, dass ich Leute sehe. Hi, hallo. Da ist er. Schon mal einer, der mir ein bisschen hilft und ich muss die Zwiebeln nicht schneiden. Auf geht's! Jetzt zeige ich euch, was alles neu kommt in mein Chili con Carne. 4 große Gemüsezwiebeln, Knoblauch, geschälte Tomaten, Kidneybohnen, Salz, Chilipulver, Kreuzkümmel, 2 Zimtstangen, 2 Kilo gemischtes Hack. Ja, und was für Chili? Ich gehe jetzt mal ins Gewächshaus und gucke mal, was für Chili ich heute nehme für unser leckeres Chili con Carne. Du, so Jalapeno, ne, normale Jalapenos, so Penis-Chili, was haben wir dann da Feines? Die Carolina Reaper, da nehmen wir doch mal 2 mit. Hey, yum yum. Los geht's, ich hab da mal noch ein paar Handschuhe, wenn wir dann die Reaper verwurschteln, ihr wisst warum. Ich nehme natürlich mein Kuhbrett wie immer und das große Messer. Und René ist mein kleiner Gehilfe, kleines Brett, kleines Messer. Als erstes machen wir mal die Zwiebelschäle und das braten wir dann nach und nach an. Aber erst machen wir alle Zutaten klar, die wir noch klar machen müssen. Und dann gehen wir direkt nur an den Herd und fangen an zu brutzeln. Wir machen jetzt auch mit den Zwiebeln nicht großartig das Hexenwerk. Das wird lang gekocht, das Chili. Das schneiden wir gerade grobe Würfel und dann verkocht das meiste, das habe ich auch im Hafen. Vielleicht schützt du die Zwiebel, die wir eigentlich gar nicht mehr wollen. Nein, egal. Die waren nur gelegen. Egal. René kümmert sich um die Zwiebel. Ich mache jetzt mal den Knoblauch. Vielleicht hat er noch eine Schüssel irgendwo. Wir werden heute Mittag so 10, 12 Mann sein. Das sind heute alles gestandene Männer. Das kann ruhig scharf sein und viel Knoblauch. Also das macht nichts, wenn viel Knoblauch drin ist. Weil so wie unser Festel meistens ausgehen, wenn du halt sowieso nicht mehr großartig geschmust daheim. Hey, wenn du willst, dass du ruhig deine Freunde vom TV befällt. Oh ja, ein besonderer Gruß an den fleißigen Zuschauer Robin Hemberger. Den Knoblauch, den schneide ich jetzt ganz grob. Das langt so. Es sind viele Knoblauchesser heute dabei. Ah, der Knoblauch, da haben wir gerade so die Zwiebel drauf dazu, das braten wir dann zusammen. Ah. So, es ist soweit. Ich ziehe mir auch ein paar Handschuhe an. Vielleicht setze ich mal noch eine Schutzbrille auf. So, ich kümmere mich um die Carolina Reaper. Gehe den Schnippel ab. Die schneide ich jetzt auf und mache die Plazenta und alle Kenner raus. Ich gebe, dass die auch so scharf genug ist. Ein paar von euch wollt ihr Saatgut von den Hölle Dinger. Schreibt mir doch gerade noch mal E-Mail an tobikabel@gmail.com. Ich blende es euch auch ohne Ei. Ich werde mal 2 Pflanzen, die ich noch habe, überwintern. Also ich werde die auch nicht mehr aussehen. Zumal die ja echt Hölle ist, ne? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich wirklich 2 neu schmeißen soll. Ich bin auf der sicheren Seite, wenn wir erstmal dann die eh neu down und dann vielleicht noch einmal nachwürzen mit Chili-Pulver. Soll es nicht scharf genug sein. Ich schneide jetzt ganz klar, nicht dass einer ein großes Stück erwischt. Der schneidet ist Dodogramm fertig. Und ich fange mal an mit dem Abrutzeln. Auf, geht mir lieber an die Kisch. Ja, zum Kochen vom Chili habe ich jetzt 2 verschiedene Töpfe, sage ich mal. Ich habe da mein Pfandal, das kommt auf die heiße Stelle zum Anbraten. Und dann stelle ich erst einmal neben drauf meinen großen Emaili-Topf hier. Da kommt es dann immer von der Pfanne rein. Und wenn dann alles drin ist, kommt es auf den Herd und wird auch ständig gekocht. Zum Abrutzeln mache ich jetzt mal so einen großen Löffel Kokosfett rein oder Kokosöl. Bio, nativ natürlich, nicht nur diese Palmin-Scheiße, die es da zu kaufen gibt. Das langt zum Ausschwitzen. Und da hebe ich in den Topf. Gebe ich ein bisschen rein, dass das nicht
dass es nicht anfängt zu brennen, wenn es dann da drin steht zum Warmhalten. Jetzt geht's erst einmal mit der Zwiebel los. Ah, guck mal, geht gleich los. Das hat Feuer da unten drunter, das Ding. Die Zwiebel, die schwitzt sich jetzt erst schon gut an, gibst du dann noch und noch in den Topf rüber und dann alles so weiter, bis der Topf mit allen Zutaten voll ist. Halt natürlich nur bei den Sachen, die auch geschwitzt werden müssen oder auch gebrote, jetzt bei den Tomaten und den Bohnen brauchen wir es nicht, das kommt dann direkt in den Topf. So, Feuer haben wir genug, Attacke! Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Bock ich auf die Kocherei an dem Ding nur habe, seit ich beim Rigotti, beim Gatte-YouTuber treffe, das Wildgulasch gekocht habe. Ich verlinke es euch da oben. Will ich so ein Ding haben, jetzt hat sich mein Traum erfüllt. Ich brauche noch irgendwo Plätzle, wo ich ihn hinstellen kann. Aber dann absolut geil. So, meine Zwiebeln sind durch. Die kommen über in den anderen Topf. Und dann geht es mit dem Hackfleisch weiter. Ja, früher hätte ich jetzt das ganze Ding einfach in die Panne reingedunnert. Aber beim Rigotti habe ich gelernt, noch und noch, dass es abbrät und nicht im eigenen Saft schmort. Vielleicht ein bisschen Männer älter mal erkennen. Das Hackfleisch, das brate ich jetzt so lange, bis es schön krümelig ist und so eine leichte braune Kruste bekommt vom Anbraten. Dann gebe ich es an über in den Topf und dann geht es weiter, bis das Hack durch ist. Oh, herrlich. Über in den Topf und weiter geht's. Klappt es? Natürlich, vom Besten gelernt. So, mittlerweile bin ich bei der letzten Charge Hackfleisch ankommen, brutzel nur vor sich hin. Und zu meinem Hackfleisch, dass das auch noch ein bisschen mitbrät, kommt jetzt das Teufels schönste Tochter noch rein dazu, die Carolina Reaper. Ich habe übrigens auch mal so ein Ding einfach so reingebissen. Das Video verlinke ich euch da auch mal. Guckt es euch an, habt da bestimmt was zu lachen. So, da ist sie. Guckt es euch an. Ich bin echt gespannt. Ich habe schon so ein bisschen Angst, dass jetzt die Frucht das ganze Chili versaut. Danke. Gerne. Oh, der hier ist auch schon eine ganz shiny Hitze drin im Topf. Ach, fantastisch. Ich liebe einfach den Geruch von anbratendem Fleisch. Geil, ne? Chili ist doch. Ja, merkst du, ja. Ich glaube, das ist ein Chili-Fleisch, das kann man nicht mehr. Ja. So, das ist richtig gut durchgebraten. Die Reaper, die riecht mal so. Alter, die Reaper, die pfeift schon in der Nase. Oh. So. So, ich tausche jetzt. Alter. Ich hab eben hier durch den Mund eingeatmet. Die Carolina Reaper, Alter, die pfeift schon auch ständig rein. So, ich ziehe jetzt den Emaille-Topf rüber. Ich gebe den Rest vom Hack dazu. Gut auskratzen, dass auch alles von der Carolina Reaper drin ist. Als kleiner Pep von meinem Chili kommt jetzt so eine halbe Flasche Rum rein. Geil! Oh, wie das riecht, sagenhaft. Der Rum, der bringt so leicht die Süße. Aber man merkt trotzdem noch die Schärfe der Reaper. Als nächstes gebe ich die Tomaten dazu. Zweite Schüssel. Alter, ich muss jetzt da ein bisschen die Luftzufuhr runterdrehen. Der René hat gerade eben da geguckt. 310 Grad da. Ist ein bisschen arg vielleicht. Zieh mal gleich ein bisschen rüber das Ding. Da kann das jetzt in Ruhe vor sich hin brodeln. Ein guter Esslöffel. Kreuzkümmel rein. Ah, das wird richtig geil, oder? Hm. Ah, zwei Stangen Zimt. Ja, ich krieg's gar nicht aufgehoben, oder? Und anständig Salz. Gibt Dost. Die Zimtstange hole ich natürlich dann wieder raus.
jetzt mache ich mal einen Deckel drauf und eine halbe Stunde vor dem Servieren kommen die Bohnen rein dazu. So, wie schaut's aus? Oh. René, ich krieg's nicht geil. Ich krieg's auch, das ist schon verdammt gut. So, in einer halben Stunde ungefähr kommt der Rest von meinen Buben, deswegen kommen jetzt die Bohnen rein. Um das ein bisschen flüssiger zu machen, mit Samtdebris. Hölla, nein mit. Geil. Kommt jetzt der Deckel drauf und zieh es ein bisschen an die Seite, das muss ja nicht all brennen. Ja, da hier wir mein kleiner Beistelltisch. Das gibt eins von meinen nächsten Projekten. Und aus dem Ölfass wird mit dem anderen Fass zusammen noch ein Pyrolyseofen gebaut, um selber Holzkohle herzustellen und die dann für meine Terra Preta zu verwenden. Bin ich aber noch dabei, mich in das Thema einzuarbeiten. Gibt aber mit Sicherheit ein geiles Projekt über Winter. Zum Abschluss kommen jetzt noch drei Becher Schmand neu, um das Ganze ein bisschen cremiger und ein bisschen Fett neu zu bringen, weil ich habe vorhin mal probiert, es ist doch relativ scharf. Wenn ich glaube, so wird es nicht rauskommen. Oder? Ah, ja. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch probieren. Ja, der darfst du ja ruhig, ah, der darfst du ruhig zugreifen. Oh, heiß ist schon. Das ist es auf jeden Fall. Und scharf. Ja, so soll es ja sein. Naja, der René, der übertreibt ein bisschen. Es hat gute, extreme Schärfe, sage ich mal. Es ist nicht schlimm, man kann es essen. Also mir schmeckt es gut. Wenn jetzt die Probe kommen, kann es gleich losgehen mit dem Essen. Das war's jetzt mit meinem Chili con Carne Video. Ich hoffe, ihr habt beim Kochen ein bisschen Spaß gehabt, der René und ich auf jeden Fall. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen da, freue ich mich immer riesig. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, lasst mir doch ein Abo da. Drück auf die Glocke, verpasst in Zukunft nichts von meinem Misch. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. So, das war's, Männer. Fertig.